So, grüße Sie zur aktuellen Beschau des JFD Live Trading TVs und hier mit dem Blick nochmal auf die Rainbow-Strukturen. Die Tendenzen des Euro gegenüber dem japanischen Yen, den wir heute Morgen hatten, die lösten sich jetzt hier tatsächlich positiv auf. Also wir sehen ja erhöhte Volatilität am Markt. Also hier nochmal ganz kurz zum JFD-Devisenradar hatten wir heute Morgen den Yen mit der Tendenz bei neuem Tagestief nach unten abzudrehen, auszubrechen. Aber das erfüllte sich bislang nicht. Die Bullen, gerade viele Yen-Pairs, drehen jetzt hier nach oben auf. Aber was macht der Goldpreis in diesem Kontext? Der zeigt sich im Sinne der ganzen Unsicherheiten hier nicht wirklich stark, sondern ist auch gerade im Zuge dieser negativen Rainbow-Struktur hier ganz klar negativ aufgefächert im M15. Übergeordnet scheinen hier auch weitere Verlaufstiefs möglich. Insofern der Goldpreis hier sicherlich eine Idee, um hier, und da blicken wir auch mal kurz auf die saisonale Tendenz, generell ein Short-Engagement zu suchen. Wir sehen hier die Saisonalität mit Blick auf die kommenden 20 Tage. Das ist natürlich jetzt ein Stück weit vorgegriffen, aber der Goldpreis hier rein saisonal unter größerem Abgabedruck und ähnliches sehen wir auch hier. In der Wochentagsstatistik heute mit nur 42% positiver Schlusspreise, morgen sogar der schlechteste Tag mit lächerlichen, in Anführungszeichen, 35%. Also morgen der Tag steht unter einem ganz, ganz negativen Stern. Das werden wir sicherlich auch nochmal aufrollen am morgigen Tag, wenn es hier die ein oder andere interessante Fuzzi-Vektorlogik gibt. Doch aktuell hier zum Geschehen. Wir sind kurz davor, die Asia-Range nach unten aufzulösen. Wir sind aktuell 3,67 $ in der Range gelaufen. Wir haben im Schnitt 12, also zwischen 11 und $12 noch vor uns. Das heißt, hier ist noch einiges an Südpotenzial vorhanden. Und wenn der Goldpreis dieses nach unten auflöst, also neues Tagestief macht, unterhalb des Niveaus von 1.171,48 rund, sprich neues Tagestief, dann sieht das sehr, sehr gut aus, dass wir hier, und das sehen Sie hier sehr strukturell klar aufgefächert, einen Rücklauf sehen bis zum Vorwochentief, bis zum Vortagestief und unter Umständen sogar bis zum Vormonatstief. Und genau li hier liegt auch die Average True Range im Bereich 1.172,80 US-Dollar. Das heißt, wenn der Goldpreis tatsächlich nach unten wegknickt, im Sinne der noch vorhandenen Range, und wir sprechen hier roundabout um gut $8,50, dann dürfte es hier sicherlich eben die Tiefs der Vorwoche, des Vortages und gegebenenfalls des Vormonats als Zielpunkte geben. Und das verspricht eben hier durchaus reichliches Potenzial. Gestützt wird die ganze These noch durch eine ähnlich bärische Fuzzi-Vektorlogik. Wir sehen hier den Goldpreis mit der Vorausschau der saisonalen und statistischen Tendenzen. Also auch hier Rücksetzer zu erwarten, die durchaus bis in den Bereich von 1160, $1164 reichen könnten. Man sieht hier heute ein Sammelsurium an negativem Momentum für den Goldpreis. Ob es natürlich tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten. Aber aktuell sehen wir, arbeiten wir uns hier schon sukzessive in Richtung neuer Tagestiefs vor. Wir sind hier gerade mal 41 Cent weg vom Tagestief. Das sieht gut aus, dass wir hier nach unten ausbrechen. Und wenn das der Goldpreis tut, dann im Sinne der Statistik, im Sinne der saisonalen Tendenz, dann hier wohl doch weiter abwärts. Also der Boden ist beim Goldpreis noch nicht gefunden. Sieht vielmehr so aus, als dürfte es weiter gen Süden gehen. Und das ist die präferierte Tendenz. Wenn es denn im Gegenzug zu einem Anstieg zu dem heutigen Eröffnungspreis über 1.174,81 $ kommt, und wir sehen, der Goldpreis versucht sich hier gegen den bärischen Druck zu stemmen. Sprich, wenn wir hier rausziehen, über den Opening Price und ein neues Tageshoch machen, über 1.175,15 $ vielmehr, dann muss man das Ganze natürlich umdrehen. Dann hat auch die Statistik natürlich nur eine relative Relevanz, denn dann dürfte sich eher der Weg gen Norden durchaus als wahrscheinlich erachten oder darstellen, dass wir dann hier das Vortageshoch angreifen, Schrägstrich, wenn wir die Average True Range ausreizen, sogar Niveaus im Bereich von $1.183 anvisieren. Das bleibt mal abzuwarten, aber das präferierte Szenario wären weiter fallende Preise, auch im Sinne der hier sehr stark ausgeprägten strukturellen Rainbow-Struktur, die hier ganz klar nach unten weist. Und insofern warten wir einfach mal ab, was der Markt noch macht. Der Goldpreis aber in jedem Falle interessant, in jedem Falle einen Blick wert. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt nochmal viel Erfolg beim weiteren Handeln. Halten Sie die Marken im Auge. Hektische News sind jederzeit möglich. Damit muss man leider heutzutage im Sinne der Griechenland-Problematik immer wieder rechnen. Aber es bietet ja auch Chancen bei erhöhter Volatilität. Und insofern Augen auf und viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer, wenn Sie mögen, hören wir uns gern später wieder. Bis dahin, beste Grüße und tschüss.